Was haben Sie erwartet? Sie haben mich tot zurückgelassen, mir den Rücken zugekehrt. Genau wie unseren vermissten Kolonisten. Wir dachten, Sie wären tot. Sobald ich vom Gegenteil erfuhr, habe ich Ihnen die Nachricht geschickt. Ich kenne Sie, Shepard. Ich weiß, dass Sie ohne guten Grund niemals für Cerberus arbeiten würden. Hier geht es noch um etwas anderes. Die Kollektoren entführen unsere Kolonisten in den Terminus-Systemen. Und ich glaube, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Odina und die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Vollidioten. Sind die blind? Was ist mit Vigil, der Proteaner VI auf Ilos? Die VI auf Ilos hat sich selbst abgeschaltet. Sie sind der Einzige, der mit ihr gesprochen hat. Genau wie Sie und Ihre Crew die Einzigen sind, die direkt mit der Sovereign gesprochen haben. Offiziell wurde die Existenz der Reaper als Mythos abgetan, den Saren verbreitet hat, um die Geth dazu zu bringen, ihm zu folgen. Wir kennen beide die Wahrheit. Und ich habe 2 Jahre lang dafür gekämpft, aber viel erreicht habe ich dabei nicht. Der ursprüngliche Rat bestand aus blinden, sturen Einfallspinseln. Der neue scheint nicht viel besser zu sein. Genau. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann lediglich versuchen, etwas Verwirrung zu stiften. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Toll, ich brauche das nicht. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die ich nicht sehen wollte, und auf der stehen Sie ganz oben. Das beruht auf Gegenseitigkeit, glauben Sie mir. Ihre Rückkehr ist für uns ein bürokratischer Albtraum. Halt die Fresse. Ich muss sofort mit den anderen Ratsmitgliedern reden, damit klar ist, dass ich mit Ihrem Hiersein nichts zu tun habe. Sie wissen doch, dass Sie sich weigern, den Commander zu treffen. Und zwar aus gutem Grund, wie Sie wissen. Es könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen kommen. Anderson, ich erwarte Sie in meinem Büro, sobald Sie hier fertig sind. Was für ein Arsch. Wird Odina einen Weg finden, Sie wegen dieser Sache loszuwerden? Wenn ich Glück habe. Aber sobald er sich beruhigt hat, wird er vermutlich beschließen, mich an Bord zu behalten. Ja. Außerdem gibt es keine offizielle Aufzeichnung unseres Gesprächs. Und Odina wird bestimmt dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wenn ich gefeuert werde, stellen die Leute Fragen. Also behalte ich meinen Job. Und der ganze Dreck wird einfach nur unter den Teppich gekehrt. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos. Und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Die Arbeit für Odina ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Vergessen Sie Odina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Wie ist es? Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber okay. Tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Mann? Niemand. Nicht im Ernst, oder?
Das ist im Ernst das Einzige, wo wir, wenn wir Präsidium wählen, hin können. What the fuck? Okay. Oh nein. aktuelle Position. Ich kapier's nicht. Okay. Normandy. Naja, ich hab das jetzt übersprungen. Interessiert doch keinen. Wenn man abdockt. Ich will wieder auf der Normandy sein. Ich will hier wegfliegen. Ich will wohin? Ich will die Galaxis erforschen. Ich will Mass Effect 2 spielen. Ja. Sie sagt nicht, dass wir irgendwie eine neue Nachricht haben oder so. Nein. Diesmal nicht. Ansonsten hat sie es immer getan. Aber diesmal nicht. Nein. Diesmal nicht. Krogana! Oh mein fucking Gott, die Gefangene. Die Gefangene. Gehen wir zur Gefangenen. Das war, glaube ich, das Dümmste, was man tun könnte, oder? Krogana gleich stark, Gefängnis gleich stark befestigt. Rekrutieren. Das hört sich so an wie, ich trainiere dich jetzt. Und so, du wirst ein Schüler von mir sein. Was zum Teufel? Corlus. Yay, ein Planet. Wir landen auf einem Planeten. Zum ersten Mal in Mass Effect. So mach was Neues. Also in Mass Effect 2. Also im Let's Play. Wir sind zum ersten Mal auf einem Planeten. Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Zum Anfang waren wir auf unserem Raumschiff, der Normandy, im Prolog. Dann waren wir, bei Cerberus, war auch eine Raumstation. Dann waren wir auf der Raumstation, wo halt auch der Unbekannte war. Dann waren wir auf Omega, da war auch eine Raumstation. Und dann waren wir auf, Dingens. Auf keine Zitadell. Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Lautsprecher. Da ist wohl jemand sehr von seiner eigenen Stimme angetan. Konzentriert bleiben. Blöd, wir suchen oder? Einen Kogana-Warlord. Oh, ich kotze. Penicillin, alter Schwede. Penicillin für'n Arsch. Es schmeckt so für'n Bums. Bleibe in der Nähe. Schon unterwegs. Ich muss zurück zur Normandy. Wie geht das? Ich kann nicht zurück zur Normandy. Das ist ein bisschen doof. Muss ich ein Autosave machen. Autosave laden? Nicht, das geht nicht. Mein letzter Schnellspeicher. Dann spiele ich es ohne die Upgrades, dieses Level. Verfickter Scheiß. Ich bin auch blöd, ne? Ich musste ja mal wieder blöd sein. Klar. Das bin ich. Der blöde Maniacris. Gott. Penicillin. Und ich muss jetzt 18 Mal. Jetzt nur 17 Mal. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Was soll das denn heißen? Ich glaube, wir sind noch in der Basis, oder? Beobachtungsposten für den Kampf ausgerüstet. Was? Genau. Einfach mal jeden angreifen. Hallo, deck dich. Was ist das für Dinger? Also Morden ist ja absolut gut für den Kampf, ne? Ich meine, der kann Verbrennung machen. Den kann sonst keiner. Wer ist das denn? Ist der böse? Ich glaube, der ist gut, ne? Den können wir ansprechen. Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Mistkerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Wo ist der Warlord? Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens Okia. Wen? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. J
Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Krogane sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Krogana-Pack. Führen Sie ihn in die Irre. Sie haben den Mann gehört. Er braucht eine Wegbeschreibung. Ich habe die nötigen Informationen nicht. Bevor ich sie, wie üblich, sammeln konnte, sind Sie schon aufgetaucht. Sie haben ganz andere Probleme. Patrouille, Feind östlich von Station 2 gesichtet. Ja. Verstanden. Östlich von 2. Mistkerl, Sie werden ahnungslos mitten in die Krogana laufen. Aha. Warum Krogana? Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee...